Um mit dem Echelon von Level 12 auf Level 13 zu kommen, müssen wir in dem Chemiewerk auf Golem Island 20 Gegner mit einer Handfeuerwaffe töten. Das ist hier. 3 Gegner auf einmal mit der Elektroschockpistole töten und einmal schnell hintereinander einen Gegner im Nahkampf und einen mit der Pistole. Das klingt alles sehr, 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 sehr gut machbar. Schauen wir mal. Ich weiß, hier gibt es 1 bis 2 Gegner. Einer läuft da. Ja, dann könnten wir das erste schon direkt hier machen. Das andere ist ein bisschen gefährlicher, denn da hinten gibt es eine Behemoth. Ist jetzt einer oder 2? Nee, das ist nur einer. Gut, dann können wir den ignorieren. Denn der nützt uns nichts. Ich weiß, da kommen jetzt gleich 2 Autos, ist mir aber gerade wurscht. Oh shit, das ist mir nicht so wurscht. Da kommt eine Azrael. Azrael. Azrael! Sie wurde von Gargamel geschickt. Um uns auszuspionieren. Moin, ich bin schon tot, keine Sorge. Gut, das reicht. Steig ein, Mann. Alle Mann einsteigen, alle Frau und Mann, alle Einheiten, so. Alle Einheiten aufsitzen. So. Wenn du dich jetzt fragst, wo wir hier hinfahren, wir fahren zum Vordereingang des Chemiewerks. Ah, guck mal, da wären 3 Gegner gewesen. ja, also ich habe auch den Ton vom Mikrofon nochmal etwas leiser eingestellt. Aber diesmal direkt in OBS, sodass es kein Problem mit dem Noise Gate geben sollte. Ich hoffe, das ist auch so, weil nochmal aufnehmen kann ich dann nicht, weil wir gehen langsam die Speicherstände aus, mit denen ich das Ganze wiederholen kann. Boah, ist das hell und neblig. Oh mein Gott, ich sehe gar nichts. So, da halten wir an. Dürfen wir entdeckt werden? Ja, dürfen wir. Gut. So, schauen wir mal, wie es hier aussieht. Ein Minigunner. Wolf, Sentinel. Noch ein Wolf. Noch ein Sentinel. Wir werden hier draußen sicher nichts finden. Ja. Phänomenal. 2? Ah, jetzt ist der andere natürlich gerade um die Ecke gekommen, war ja klar. Wir haben wir gleich an der Backe. Himmel! Angriff! Bewegung! Oh shit! Magazin, ja, das ist schlecht. Fuck. Ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. Ja, ich hätte sollen die Waffe nachladen vorher. Warum war die noch so... Ich war nicht im Biwak. Das war das Problem. Ich hatte eigentlich nach der Aufnahme der letzten Folge vor, ins Biwak zu gehen. Die Waffe schon wieder leer. Leck mich am Arsch. Alter, wie lange lädt der denn nach, wenn er verwundet ist? Heilige Scheiße. Aber das Gute ist, jetzt haben wir da vorne noch mal ein paar Gegner und müssen nicht direkt rein. Aber dann gehen wir das Ganze jetzt etwas anders an. Und ich weiß auch schon wie. Ich weiß das. So, zuallererst ersetzen wir die Mine
durch den Schneidbrenner. So, wo sind wir denn hier? Ich habe ein paar Orientierungsschwierigkeiten. Okay, gut, da sind wir. Oh, ein bisschen längeren Marsch vor uns. Aber das passt schon. Oh, das ist ein Pilz. Ah, nee, mit dem Speicherstand brauche ich ja gar nichts einzusammeln, weil es ist ja eh nur so eine Art, ja, Backup-Speicherstand oder... Ja, nicht mal wirklich. Es ist halt einfach ein anderer Speicherstand, nicht mein Hauptspeicherstand. Oh, hallo. Warum treffe ich denn? Sag mal. Die wissen ganz genau, dass wir hier sind. Und zwei. Hä? Was? Leck mir am Arsch. Pling, pling, pling. Und jedes Mal, wenn ich drücke. Nein! Sorry, aber ich mach die nochmal aus, die Nerven. Huch, das ist falsch gedrückt. Nein, nein! Ah! Hierhin wollte ich klicken. Die Nerven. Die behindern mich. Denn die töten Gegner, die ich mit anderen Waffen töten muss. Oh, cool. Ein Funker. Wie nett. Und die Behemoth eskaliert. Wir müssten hier mal kurz den Sichtkontakt unterbrechen. Ich bin immer noch entdeckt. Oh, oh, da komme ich nie wieder hoch. Oder? Doch, vielleicht schon. Da unten sitzt einer. Okay, wir sind auf jeden Fall nicht mehr entdeckt, sonst wird es nicht bling machen. Oh! What the fuck? Okay, ich bin tot. Okay, ich... meine Prophezeiung hat sich bewahrheitet, allerdings anders, als ich das dachte. Also ich kann in die Zukunft sehen. Also ich kann das Endresultat in der Zukunft sehen, aber nicht... Die, ja, wie es zu diesem Endresultat kommt. So, jetzt würde ich das Ganze aber ganz gern mal intelligent angehen. Leider fehlt mir dazu etwas ganz Entscheidendes, nämlich Intelligenz. Vielleicht soll ich erstmal aufklären. Hallo, E-Beams-Drohne. Okay, da läuft einer dran rum. Der kommt jetzt gleich. Hui! Minigunner marschiert da drum rum. Da, okay, das ist alles wie gehabt. Kommt der jetzt da oder kommt er nicht? Ich schneide mich jetzt einfach da durch und hoffe, dass es keiner sieht. Mach schon. Ich hoffe, ich kann das auch wieder abbrechen, wenn einer kommt. Ich glaube aber nicht. Wo ist der Minigunner? Ah, der ist da hochgegangen. Okay. Gut, dann kann ich das da rein. La, 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 la. Oh, oh. Wo kommt der denn her? Habe ich ja echt gut aufgeklärt, muss ich sagen. Ich bin echt stolz auf mich. Wie gut ich das aufgeklärt habe. So. Shit, wo ist der? Ich habe Will getötet. Oh nein. Tut mir leid, Will. Und Jonathan. Er ist tot. Gegnerische Truppen sind in der Nähe. Nö. Gar nicht. Gar nicht wahr, Lügner. Da hinten läuft ja auch ein Gegner rum.
Das ist der Funker. Okay. Ich treffe den. Ich sehe den kaum. Boah, nice. Sogar ein Heady. Ich muss sagen, tatsächlich finde ich es gerade im Moment ohne KI-Kameraden geiler. Aber wahrscheinlich hauptsächlich deshalb, weil sie mich nerven. Weil die mir immer die Kills klauen und Drohnen losschicken und was weiß ich. Wie viel brauchen wir noch? Noch 6 Gegner. Ja, easy. Easy going. Die kriegen wir. Kann ich darum? Ja. Nee, kann ich nicht. Verdammt. Ah, du siehst mich nicht. Einmal hier deaktivieren. Nur für den Fall, dass ich entdeckt werde, dass ich nicht. Dass mir nichts in den Rücken schießt. Ich weiß gar nicht, können die Dinger mich überhaupt noch entdecken? Oder fahren die nur aus, wenn Alarm da ist? Also früher konnten die das. Also ganz früher. Und seitdem habe ich es nicht mehr so weit kommen lassen, beziehungsweise habe ohne HUD gespielt. Und ohne Entdeckungsanzeige alles. Irgendwas, ein Gas, das ist ein Gasleck. Da unten sind auf jeden Fall. Da hinten ist ein Raketenschütze. Und ein Sniper. Okay. Haben wir zufällig hier einen in der Nähe? Da ist niemand, so wie es aussieht. Da unten läuft gerade einer runter. Da sitzt auch einer. Da sind ein Haufen. Allerdings relativ weit weg für die Pistole. Oh, Alter, 4 Stück, das sind die 4, die wir brauchen. Wir brauchen aber 6, ne? Ja. Ich geh mal da hinten hin und schnapp mir mal den Raketenschützen und den Sniper. Was ist denn heute mit meiner Stimme los, mit meinem Hals? Irgendwie belegt. Könnte vielleicht an dem Cappuccino liegen. Aber egal, das ist es mir wert. Was sind sie denn jetzt? Die, noch eins unten drunter? Na toll. Ja, da unten ist der eine. Ich kann nicht so weit runter zielen, auch wie gemein. Guck mal, da hinten ein Einsamer. Oh Gott, oh Gott. Einer. Zwei. Oh shit, Magazin leer. Schlecht. Noch drei. Der entdeckt den gleich, denke ich. Shit. Alter. Was hat der für eine Reaktionszeit? Oh nein, 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 nein. Please, no. Weißt du was? Ich mach das jetzt mal anders. Kann das Ding soweit? Ey, nicht auf mich schießen. Das ist fies. Habe ich den Angriff nicht gesehen? Meine Fresse. Wie gemein. Nein. Nicht mit mir. Boah. Heilige. Wow. Hui. Alles easy. Scheiße, ich... Ich hab's gejinxt mit meinen Gedanken. Ich wollte gerade sagen, gerade in dem Moment wollte ich gerade sagen, zum Glück haben die Miniguns nicht so eine große Reichweite. Verdammt. Nun. Das war ein Satz mit X. So.
Weißt du was? Komm, Schalldämpfer ab. Och, Alter, was? Oh Mann! Ich bin hier safe, oder? Ui! Relativ. Wo ist denn der? Wo ist der? Alter! Meine Fresse! Wie nervig! Da ist die Leiter. Gut, das trifft mich nicht hier. Alter, Minigunner! Fuck! Oh, Alter! Komm! Komm, das... Alter! Ja, genau. Das... Meine Fresse! Aber ich habe eine gute Idee. Ich glaube, wir können jetzt die erste und die letzte Aufgabe... Das ist die erste und die letzte? Ja, die können wir jetzt tatsächlich in einem erledigen. Denn schnell im Nahkampf und schnell mit der Handfeuerwaffe ist nicht an einen Ort gekoppelt. Das heißt, ich versuche mich da reinzuschleichen, schnapp mir einen und töte dann zwei mit der Pistole und hau den dann nieder. Das müsste eigentlich zählen. Langsam ein bisschen dunkel hier. Aber so dunkel auch noch wieder noch nicht, ne? Keinerlei Bewegung. Verstanden. Toll, hat ja gut geklappt. Hier draußen ist nichts. Halt lieber die Augen auf. Der jetzt da durch? Ehrlich sagen, Wärmebild. Jetzt schneid dich da durch, Mann. Mach schon. Meine Güte. Wärmebild ist einfach OP. Gut, hat nur eine relativ geringe Reichweite. Oh, 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 da kommt er, da kommt er, da kommt er, da kommt er. Ui, 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 ui. Vielleicht schalte ich den auch vorher schon aus. Ich muss Wärmebild anmachen, sonst sehe ich nichts. Komm, leg einen Zahn zu. Trägst nur 500 Kilo Rüstung. Hier ist nichts. Verstanden, in diesem Gebiet Kontakt negativ. So, der ist da. Schnapp ich mir den? Bam. So. Und das. Bam. So, jetzt haben wir die erste und die dritte fertig, wie angekündigt. Gehen wir wieder raus, wie wir reingekommen sind. Perfekt, wir waren nie da. Warum musst du dann immer erstmal noch 2 Sekunden stehen bleiben? Heilige Scheiße, ist das dunkel. Okay. Ich weiß nicht, warum denn nach, also generell auch beim Aufheben von Körpern, nach dem Ablegen von Körpern, beim Durchklettern von so einem Zaun, warum musst du immer erstmal noch ein paar Sekunden stehen bleiben? Warum? So, jetzt brauchen wir nur eine Patrouille. Ich muss sagen, dieses Licht, das nervt. Ich meine, es ist ganz cool, teilweise.
Aber ich hätte halt gern die Option, das auszuschalten. Die Pistole hat es ja zum Glück nicht. Aber ja, kann schon nerven. Vor allem, dass das Licht halt an ist, selbst wenn die Waffe auf dem Rücken hängt. Bewegung. Roger. Da. Ja, auch kein Kontakt. Hier rührt sich nichts. Stehen die nah genug beieinander? Zack, und damit sind wir auf Levels 13, genau. Nice. Geschafft. Geiler Scheiß.